Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt. Forum. Delfin haben vor einer Woche im National- und Ständerat zu reden gegeben. Der Nationalrat will verbieten, dass man Delfin in der Schweiz halten darf. Der Ständerat will ein Importverbot. Entschieden ist noch nichts. Natürlich sind nicht alle in der Röte gleicher Meinung. Wenn man Delfin verbieten will, dann kann man gerade so gut auch andere Tierarten verbieten. Was haben bei uns in der Schweiz Elefanten, Tiger oder Giraffen verloren? Wir reden darüber im Doppelpunkt Forum und fragen, braucht es exotische Tiere als Attraktion? Christina Hubacher hat Gäste. In der Runde sitzen ein Zirkusdirektor, ein Zoodirektor und zwei Personen von Tierschutzorganisationen. Der Toni Rösli, Leiter von Tonis Zoo in Rotenburg bei Luzern, ist da. Er hat Wildtiere bei sich im Zoo, unter anderem zwei Geparden. Sie heissen Max und Moritz. Herr Rösli, braucht es exotische Tiere im Zoo als Attraktion? Also das kann ich ganz klar mit Ja beantworten, aber es gibt ein Wenn. Und das Wenn ist für mich, wenn das für dir Umgebung stimmt. Und das stimmt dann, wenn wir Menschen das richtig angehen. Sarah Wehrli, Zoologin vom Schweizerischen Tierschutz, Verfasserin von Berichten über Schweizer Zoos und Zirkusse. Frau Wehrli, braucht es exotische Tiere als Attraktion? Ich denke, man muss unterscheiden zwischen Zirkus und Zoo. Im Zirkus braucht es absolut nicht. Meine Meinung und die vom STS. Und was den Zoo anbelangt, da muss man differenzieren, was es für eine Tierart ist und zu welchem Zweck sie im Zoo gehalten wird. In der Runde sitzt hier der Oliver Skreinig, Direktor vom Zirkus Royal. Ihr habt als einziger Zirkus in der Schweiz Raubtiernummern. Euer Programm, das Jahr heisst sogar «Im Auge des Tigers». Bei euch sind exotische Tierprogramme. Wieso? Weil es einfach dazugehört, weil es zu unserer Kultur gehört und nicht nur zu unserer Zirkuskultur, sondern das Zusammenleben zwischen Mensch und Tier gehört generell zur menschlichen Kultur. Und der vierte Runde ist der Giri Bolliger, Jurist, Geschäftsleiter von Stiftung für Tier im Recht. Was sagt ihr zur Frage, braucht es exotische Tiere als Attraktion? Nein, die braucht es natürlich definitiv nicht, vor allem nicht im Zirkus. Es gibt gute Beispiele, die zeigen, dass Zirkus bestens auskommen ohne Tiernummern. Bei den Zoos ist es so, dass die sich beschränken auf derge Tierarten, die in wirklich grosszügigen, natürlichen Anlagen das gesamte Verhaltensrepertoire können das gesamte Verhaltensrepertoire ausüben, wo es eben auch in Wildnis würde zeigen. Wenn ihr uns jetzt daheim zuhört, dann könnt ihr zur gleichen Frage jetzt anrufen oder auf drs1.ch im Diskussionsforum miteinander darüber diskutieren zur Frage, braucht es exotische Tiere im Zirkus und im Zoo? Eure Meinung interessiert uns. Wenn ihr uns anrufen, dann landet ihr nicht gerade direkt da in der Sendung, sondern bei der Yvonne Dünser, Nummer 0848 440 222 ist das Telefon, 0848 440 222. Wir sind interessiert an eurer Meinung. Braucht es exotische Tiere im Zirkus und im Zoo? Oder auf drs1.ch ist die Diskussion schon im Gang genau zu dieser Frage. Im Nationalständerat hat man letzte Woche über Delfine geredet. Der Nationalrat will das Halteverbot, der Ständerat das Importverbot. Wir haben es vorhin gehört. Am Telefon dazu geschaltet ist jetzt der Geschäftsführer, der Erich Brandenberger vom Coniland. Dort sind im November in kurzer Folge zwei Delfine verendet. Das wiederum hat die Diskussion über Delfinhaltung in der Schweiz angeheizt. Und wegen dem hat sich letztlich der National- und Ständerat mit Delfinen beschäftigt. Jetzt kann man natürlich fragen, wieso gibt es so eine Diskussion bei Delfinen, aber bei Elefanten, Affen, Löwen, Tigern nicht. Zuerst die Frage an Sarah Wehrli vom Tierschutz. Sind die Delfine einfach herziger? Über die redet man lieber. Also ich denke, dass in der breiten Bevölkerung ganz klar gern geredet wird über Delfine und sie einen Sympathiebonus haben. Da pflichte ich dem Herrn Brandenberger und man kann und man muss selbstverständlich auch über die Haltung von Elefanten und Tiger reden und die kritisch hinterfragen. Aber Delfine sind nun mal wirklich einfach ein Extrembeispiel von einer Tierart, wo man in Gefangenschaft nicht kann artgerecht halten. Und man muss auch noch sehen, dass es sich beim Coniland um einen Rummelplatz handelt und nicht um einen wissenschaftlich geführten Zoo.
Erich Brandenberger, ihr seid jetzt dazugeschaltet. Ihr habt vorhin gehört, was Frau Wehrli gesagt hat. Einfach, dass jetzt ein Delfin ausgesprochen Tier, wo man nicht in Gefangenschaft halten kann. Was sagt ihr dazu? Ja gut, ich finde es relativ mutig, wenn Frau Wehrli sagt, dass wir nicht ein wissenschaftlich geführter Zoo sind. Aber Tatsache ist sicher mal, dass niemand so viel wüsste über Delfin, wenn es Delfinarien nicht gäbe. Oder die Erforschungen über die Tierart, die alle Leute fasziniert, ist nur erfolgt, weil man eben Delfinarien hat. Und das darf man eigentlich nicht unterschätzen. Es wird heute oft gemacht. Die Frage ist, wie bitte? Ich gebe das schnell weiter an Frau Wehrli. Also, wir wissen so viel über Delfine, weil es in Delfinarien gibt. Viele Leute gehen die Tiere auch schauen, gehen beobachten. Also, das ist schlichtweg Unsinn. In den Delfinarien findet eventuell da und dort Forschung statt über die Tiere, aber das ist Forschung über die Tiere in Delfinarien, außerhalb vom natürlichen Lebensraum, denen ihr Verhalten, denen ihre Gesundheit, alles ist beeinträchtigt von dieser Gefangenschaftshaltung. Die tatsächliche Forschung, die tatsächliche Erkenntnis über das Leben und die Ökologie der Delfin, die findet man in Forschung auf dem Meer und sicher nicht in Delfinarien. Herr Brandenberger. Ja, das sind gewagte Aussagen. Also, ich meine, wir haben jetzt Stimmen gehört aus dem Tierschutz und ich glaube, das hat mit der Realität, mit der Arbeit direkt mit dem Tier nichts zu tun. Tatsache ist, dass man eben die Erfahrungen mit dem Tier selber nur haben kann, wenn man eben mit ihnen selber auch schafft. Und das hat Frau Wehrli sicher nicht. Und wir leben seit über 40 Jahren mit unseren Tieren zusammen. Und neben dem ist es eben auch so, dass wissenschaftliche Studien auch auf dem offenen Meer in freier Wildbahn ganz andere Resultate anbringen, wie das, was Frau Wehrli jetzt behauptet. Herr Brandenberger, was sagt ihr dazu, warum Delfine im Fokus stehen, aber zum Beispiel die Elefanten und die Affen nicht? Ja, das ist genau so eine Frage, die wir uns eben auch stellen. Wir können das nicht verstehen. Wir können auch die Haltung vom Parlament im Moment nicht verstehen, weil wir sind eigentlich der Meinung, dass sie sich eben dieser Konsequenz gar nicht so recht bewusst sind, was das bringt, wenn solche Entscheide jetzt fallen, weil gemäss Artikel 92 von der Tierschutzverordnung sind eben nicht nur Delfine spezielle Haltungsbedingungen unterstellt, sondern eben auch Löwen, Elefanten, Menschenaffen, Giraffen und so weiter, ein Haufen Vogelarten auch. Und wenn das so weit käme, dass das Parlament tatsächlich so würde entscheiden, dann würden wahrscheinlich ein Haufen mittelfristig, ein Haufen Zoos oder praktisch alle Zoos in der Schweiz müssen das Leben lassen. Und ich glaube nicht, dass das ein Volkswille könnte sein. Ich danke vielmals für den Input. Merci vielmals, Erich Brandenberger vom Coniland. Wir verlassen hier die Delfine und wenden uns, so wie es der Herr Brandenberger gesagt hat, zu den Giraffen, Elefanten, Affen oder anderen tropischen Tieren zu. Die exotischen Tiere als Unterhaltung, Attraktion. Oliver Skreinig, bei euch eben sind sie wirklich die Raubtiernummern. Da sieht man die Tiere etwas, was man schon in anderen Zirkussen nicht mehr sieht. Der hat gesagt, das gehört zu unserer Kultur, das ist das Zusammengehen von Mensch und Tier. Genau, und wie der Herr Bolliger vorher gesagt hat, es gibt sehr viele Zirkusse ohne Tiere, die Erfolg haben. Das stimmt ihm nicht sehr ganz. Also es entspricht nicht ganz der Wahrheit. Es gibt nicht sehr viele Zirkusse ohne Tiere, die Erfolge haben. Es ist einfach so, die Nachfrage des Publikums ist hier. Man merkt es ganz genau, dass die breite Masse der Bevölkerung, die möchte in den Zoo gehen, die möchte in den Zirkus gehen, die möchte in den Zoo sich von Tieren unterhalten lassen, die sie beobachten können, und die möchte das gleich auch im Zirkus erleben. Nicht nur Tiere, sondern das Zusammenspiel zwischen Tier, Mensch und Artisten. Und wir sind einer der wenigen, die den Psychoterror von radikalen Tierschützern und Tierschutzorganisationen, die wir auch in der Schweiz haben, trotzen und das weiterführen für das Publikum im Traditionsbewusstsein, das wir haben. Herr Bolliger, wenn ihr das gehört, was sagt ihr?
Ja, also erstens, ich fühle mich da nicht angesprochen, wenn Sie von radikalen Tierschutzorganisationen sprechen. Um auf das zurückzukommen, wo ich am Anfang gesagt habe, es gibt sehr wohl Zirkusunternehmen, die ohne Tiere auskommen. Zum Beispiel? Es gibt Cirque du Soleil, es gibt Flickflack. Entschuldigung, jetzt, genau das ist jetzt das Thema. Ich muss jetzt nur ganz kurz einhaken zum Thema Zirkus Flickflack. Zirkus Flickflack ist immer ein Beispiel, das sehr gerne benutzt wird. Die Brüder Kastein haben mit Tiernummern begonnen. Zirkus Flickflack hat zwischenzeitlich den Betrieb eingestellt. Die Töchter des Zirkus Flickflack Gründers und Betreiber haben in Illusionsnummern mit weißen Tigern mitgewirkt, die ich selber vorgeführt habe, arbeiten in Zirkus mit Tieren, weil diese Familie hat gemerkt, dass der Zirkus mit Tiere eigentlich das ist, was das Publikum sehen möchte. Okay, gut. Herr Balliger? Das mag alles richtig sein, was Sie sagen. Und wir sind da eigentlich genau beim entscheidenden Punkt. Sie sagen immer, das ist das, was das Publikum möchte sehen, was die Leute verlangen, das ist die Nachfrage, die kein Tier haben, die gehen ein, die Zirkus und so weiter. Ich denke, wir müssten uns überlegen, was sind die Interessen und Bedürfnisse der Hauptdarsteller, nämlich von den Tieren, die dort auftreten. Was ist das Wohl von den Tieren? Sie stellen das immer im Vordergrund. Sie sagen, unseren Tieren geht es wunderbar, die sind glücklich, die sind zufrieden, die haben ein schöneres Leben, als sie in der Wildnis hätten. Das möchte ich wirklich in Frage stellen, und wenn wir, da gehen wir sicher dann im Laufe der Sendung auch noch auf die Bedingungen ein, wo die Tiere gehalten werden, wo sie transportiert werden, wo sie Kunststücke aufführen müssen, die absolut nicht ihrer Natur entsprechen, dass das nicht das ist, was die Tiere sich vorstellen, was nicht ihrem Wohl entspricht und wo in dem Sinne eben im massiven Maß tierschutzwidrig ist und auch gegen das Tierschutzgesetz oftmals widerspricht, dass das nicht in Ordnung ist, das leuchtet sicher uns allen ein. Also einer beim einen Ort steht quasi das Publikum im Zentrum, das möchte das Publikum gerne sehen. Jetzt bei euch, Herr Balliger, steht das Tier im Zentrum. Das ist etwas, was das Tier nicht muss bieten, weil es das Publikum will sehen. Herr Rösli, wenn ihr in den Zirkus geht, wollt ihr Tier schauen? Also das ist ganz klar, ich bin ein Tierlinar und ich will natürlich Tiere sehen. Und es kommt auch natürlich, wie wir am Anfang schon gesagt haben, immer ein bisschen darauf ab, welche Tiere. Hier einer in einem Zirkus ist sicher nicht das, das müssen wir ganz klar sehen. Aber wenn wir einen Löwe, einen Tiger oder eben auch einen Gepard oder einen Leopard so hinbringt, wie ich das in Zoo mache. Und ich sage es jetzt hier, unser Zoo ist nicht aufgebaut wie die anderen Zoo. Ich bin ein Typ, der einfach mit dem Tier arbeitet. Ich sage immer wieder, es ist wie bei uns Menschen, Vertrauen schenken, Vertrauen überkommen und das Vertrauen nicht ausnutzen. Für mich ist wichtig, mit dem Tier kommunizieren und anders gesagt, ganz einfach, in meinen Angestellten sage ich immer wieder, wenn ein neues Tier kommt, vom Innen oder vom Ausland, hey, schau, dass mit dem möglichst gleich an Stutzis machen. Und Stutzis machen hat für mich nichts anderes, als dem Tier zeigen, dass wir eine Familie sind, dass wir zusammengehören, dass das Tier Freude hat und wir Menschen und Zuschauer Freude haben. Also Stutzis machen mit den Leoparden, Geparden etc.? Das haben wir, das zu uns machen, das sagt man einfach so. Aber das zeigen, dass wir eben Familie sind, dass das Tier zu uns gehört und nicht unsere Macht wollen beim Tier zeigen, dass wir mehr sind. Frau Wehrli vom Tierschutz. Also ich muss da einfach einhaken, weil ich denke, das ist ganz eine andere Art von Tierliebe, wie es jetzt vom Herrn Rösli und auch vom Herrn Skreinig verstanden wird. Das hat viel, denke ich, mit Vermenschlichung auch zu tun, zu interpretieren, dass die Tiere das geniessen, in so Zirkusshows aufzutreten. Es schwingt immer das Interesse vom Mensch mit dem Tier etwas zu machen, mit dem Tier zusammen zu sein und das Tier vorzuführen. Ist das schlecht? Nein, also was ich darf ich bitte ja, noch Fall, fertig reden. Was ich will sagen ist, ich kann mich auch als Tierfreundin verstehen, wenn ich ein Wildtier in freier Wildbahn geniesse, wenn ich es in freier Wildbahn beobachte. Und es ist schlecht, ein Tier für den menschlichen Bedarf abzurichten, vorzuführen im Zirkus, in Shows, wenn da damit Tierleid verbunden ist und das Tier je nachdem eben nicht kann artgerecht gehalten werden und sein natürliches Verhalten ausleben. Also wenn man quasi das Tier zum Freund vom Mensch macht, heisst das auch, dass das Tier leidet? Nicht grundsätzlich. Es gibt natürlich Haus- und Nutztier. Da ist die Diskussion sicher aus einem anderen Blickwinkel noch anzuschauen. Aber wir Menschen, wenn wir so reden, ich mache mir oder wir machen uns das Tier zum Freund, dann ist das sehr eine einseitige Freundschaft, je nachdem. Der Leopard, der hat je nachdem nicht um ihre Freundschaft gefragt.
Fragen wir den Herr Rösli. Aber Frau Irli, das sagen Sie denn nicht um Freundschaft gefragt. Aber wir Menschen, wir sind doch verpflichtet, mit dem Tier zu arbeiten. Das Tier kann nicht reden. Wir können einander Antworten geben. Wir können einander fragen. Und wir müssen einfach merken, was würde das Tier sagen, wenn es könnte reden. Und in diesen 20 Jahren, die ich jetzt mit diesen Tieren arbeite, habe ich so viel mitgemacht. Und Frau Irli, ich muss Ihnen auch sagen, artgerecht, das gibt's nicht artgerecht. Das ist nicht wahr. Wenn artgerecht, dann müssen wir Tiere rauslassen. Dann müssen wir uns frei lassen. Aber wenn wir sehen, wie es Tiere heute in der Freien haben, wenn man denkt, die Katastrophen, auch Naturkatastrophen, aber auch Menschenkatastrophen, die wir heute auf der Welt haben, mit dem Abholzen von Urwäldern, mit dem Aufschulen von Öl, Platanen, mit Bränden, die Tiere lebend verbrünnen, aber auch im Meer. Wir haben von den Delfinen vorhin gehabt. Das wissen wir gar nicht, aber es gibt riesig viele Delfine, die sich im Netz verfangen, die ja Luft braucht. Es ist ein Säuger, der wieder an die Oberfläche muss. Aber er kann nicht gehen, weil er dort drinnen hängen bleibt und versteckt im Wasser. Herr Rösli, sagt etwas dazu. Das Tier kann nicht sagen, ob das euer Freund wird sein. Max und Bonitz haben nicht können auslesen, ob sie euch zum Freund wollen. Aber Frau Hubacher, ich kann Ihnen nur eins sagen. Ich habe gleich gemerkt, dass Sie meine Freunde sind. Der Gesichtsausdruck ist beim Tier wie bei uns Menschen auch anders. Wenn man einander mag, wenn man einander will. Es gibt aber Tiere, die der Mensch nicht will. Mit denen muss man ja nicht arbeiten. Mit denen muss man nichts machen. Das ist ganz klar. Das muss man auch ein bisschen aussieben. Herr Skreinig. Also ich finde das ganz, ganz schlimm, dass man schon mal differenziert zwischen Wildtier, Zirkustier, Haustier. Für mich, meine Einstellung ist, es gibt keine artgerechte Tierhaltung. Weder im Zirkus, noch im Zoo, noch bei der Haustier- und Nutztierhaltung. Weil, da schließe ich mich an, der großen Tierschutzorganisation, artgerecht ist nur die Freiheit. Die Freiheit gibt's aber leider nur noch im sehr, sehr beschränkten Rahmen auf dieser Welt. Und für mich ist es auch immer ganz, ganz schlimm, dass man so hinstellt, dass Tiger, Elefanten, Löwen, Delfine anders fühlen sollen als Katzen, Hunde oder Exoten, die zu Hause im Wohnzimmer gehalten werden, weil es stimmt nicht. Und wenn man dann spricht, dass es im Zirkus das Kunststücke abgezwungen werden, die dem Tier nicht entsprechen. Es gibt eine super Untersuchung von der Universität Freiburg, die sich sehr, sehr lang mit dem Thema Tiere im Zirkus beschäftigt hat. Arte hat darüber auch eine fünfteilige Dokumentation ausgestrahlt und die ganz genau aufzeigt, welche Tiere sich wie im Zirkus fühlen, durch wissenschaftliche Tests belegt. Herr Bolliger. Ganz viele Sachen möchte ich sagen. Vielleicht zu den Sachen, die Herr Skreinig jetzt gerade gesagt hat. Sie haben gesagt, es gäbe keinen Unterschied zwischen Haus und Wildtier. Selbstverständlich gibt es einen Unterschied zwischen Haus und Wildtier, aber nicht zwischen Fühlen. Herr Skreinig, lasst Herr Bolliger reden. Also, Haustiere sind aus Wildtieren hervorgegangen, zwar weil man sie domestiziert hat. Über viele, viele Jahrzehnte, über Jahrhunderte hinweg, hat man sie langsam an den Menschen gewöhnt, sodass sie können unter kontrollierten Bedingungen unter menschlicher Obhut leben, in plus minus vertretbaren Konditionen. Wildtiere haben nach wie vor ein arttypisches Verhalten, wo eben nicht unter Gefangenschaftsbedingungen wirklich kann ausgelebt werden. Es ist ganz klar, dass es da einfach Unterschied gibt, oder? Man könnte jetzt nicht die wilden Zootiere oder auch nicht ihre Zirkustiere vergleichen mit unseren Hunden oder mit den Kühen und mit den Geissen, die wir im Stall haben. Herr Rösli. Herr Bolliger, Sie sagen Wildtier, Zootier. Die Tiere, die in der Zoo sind, das sind nicht Wildtiere. Sie sind wohl früher einmal in der Wildnis gesehen, aber das sind Tiere, die in Zoos geboren sind, Tiere, die mit dem Menschen aufgewachsen sind, Tiere, die eigentlich das nicht wissen, wie es dort ist. Und sie das akklimatisieren, wir haben sie so akklimatisieren, wie sie bei uns im Zoo haben, und die machen das ganz sicher gerne. Wenn man sieht, wie es ein Gepard, wie es ein Leopard, wie es aber auch ein Serval, den ich jetzt in Afrika besucht habe, wie es die dort draussen haben, das ist schlimm. Und da bin ich sicher, wenn die wüssten, wie sie es im Zoo haben, würden die hier reinkommen und würden bei uns im Zoo leben. Frau Werli. Also, ich würde einfach hier noch mal eine Bemerkung machen. Ich finde es zynisch,
dass man die Gefahren, denen die Tiere vor allem durch die Menschen in freier Natur ausgesetzt sind, als Begründung bringt, dass es die Tiere jetzt eigentlich im Zoo besser haben. Das tönt so, als ob man jetzt eigentlich alle Tiere in einen Zoo einsperren sollte und ihnen damit noch etwas Gutes tut. Ein ganz wichtiger Auftrag vom Zoo ist ja auch der Artenschutz vor Ort, also in den Herkunftsgebieten von den Tieren, die er haltet, zu fördern, zu unterstützen. Und das können sie eigentlich nicht mit einer Einstellung, die Tiere haben es in der freien Natur nicht gut, es kommen lieber alle zu uns. Und was vielleicht auch einfach anzumerken ist, es wird von ihrer Seite und von Seite vom Herrn Kreinig immer wieder gesagt, ich sehe es den Tieren an, dass sie glücklich sind. Ich kann ihnen beipflichten, man sieht es vielen Tieren an, ein Stück weit, dass sie glücklich sind, aber so einfach ist die Sache sicher nicht. Also es gibt natürlich schon ein genetisches Erbe, das Wildtiere haben, im Unterschied zu domestizierten Arten, und wo man einfach muss Rücksicht nehmen in der Haltung von diesen Tierarten. Das heisst ja auch, dass man bei Haustierarten muss Rücksicht nehmen auf ein gewisses genetisches, instinktives Erbe. Umso mehr natürlich bei Wildtieren. Was ist eigentlich mit Elefanten? Was ist mit Elefanten? Also dort sagt man, die brauchen ein grosses Rayon in einer freien Wildbahn. Sie haben aber wahnsinnig gerne gesehen, Zoos oder zum Beispiel der Zirkus Knie, wo jetzt gerade wieder startet hat, die Elefanten vorne drauf. Was ist denn mit den Elefanten? Schleifen die einfach so? Nein, also ich denke, die sollen und dürfen nicht schleifen. Es ist absolut ein berechtigter Einwand, dass man auch über die Elefantenhaltung diskutiert. Da kann ich eigentlich allen Zoo-Kritiker, aber auch Zirkusleute beipflichten, dass man sich, wenn man sich mit so grossen Tieren befasst, schon muss die Frage stellen, sind die in Gefangenschaft am richtigen Ort? Und, was sagt ihr? Ich persönlich bin der Meinung, und auch der STS, also der Schweizer Tierschutz, vertritt die Meinung, dass Elefantenhaltung in Gefangenschaft kritisch muss zumindest beobachtet werden, dass sicher in der aktuellen Elefantenhaltung, also man muss ja auch daran denken, es geht immer um Tiere, die heute und jetzt in Zoos oder in Zirkus lebend, dass denen ihre Haltungsbedingungen verbessert werden müssen oder möglichst gut sein müssen, aber auf längere Frist ist es wirklich zu hinterfragen, ob das notwendig ist, Elefanten in Gefangenschaft. Wir haben einen Hörer am Telefon, es ist das der Peter Studer aus Hauptwil im Thurgau. Ihr habt euch gemeldet. Guten Abend, Herr Studer. Guten Abend, mein Name. Also meine Frage geht in erster Linie mal an Herrn Bolliger. Ich möchte mal wissen von ihm, was Gedenken zu machen mit diesen in menschlicher Abhut geborenen Raubtieren. Und von denen gibt es sehr viele. Die könnt ihr nicht ausradieren, die sind da. Ich würde gerne wissen, was er gedenkt, was man machen mit dem, weil die Zoos sind erstens darauf angewiesen, dass sie ab und zu mal Raubtierjunge haben als Publikumsmagnet. Was werden wir noch machen, wenn die Tiere ausgewachsen sind? Bleibt noch schnell dran, Herr Studer. Wir fragen den Herrn Bolliger. Ich bin froh um die Frage, weil ich kann gerade das beantworten, was ich vorhin sagen wollte. Herr Rösli, Sie haben gesagt, die Tiere werden in Gefangenschaft schon geboren. Das sind quasi Haustiere, die wissen ja gar nicht, was ist in der Wildnis. Das stimmt natürlich nicht. Das in Gefangenschaft geborenes Wildtier bleibt ein Wildtier. Das wird nicht so einfach domestiziert. Die natürlichen Bedürfnisse von diesen Tieren, die verändern sich nicht einfach so von heute auf morgen, sondern das braucht viele Generationen. Das braucht Jahrzehnte, bis man die wirklich domestiziert hat. Die Tiere haben die gleichen natürlichen Bedürfnisse, auch ihre Gepard, wenn sie in Gefangenschaft geboren werden, wie Gepard in der Wildnis. Der Herr Bolliger, der Herr Studer wartet noch auf eine Antwort. Genau. Alle die Jungtiere, die Publikumsmagnet sind, so. Also das kann ja nicht das Argument sein, dass das Publikums... Aber was soll man damit machen? Das ist tatsächlich so, das sind Publikumsmagnet. Das Babyschema funktioniert wunderbar in den Zoos. Und auch im Zirkus, das lockt die Leute an. Die Frage ist einfach, ob die Leute wirklich Interesse haben an diesen Tieren, am Wohl von diesen Tieren, an den Bedürfnissen von diesen Tieren, oder ob es einfach darum geht, etwas Herziges zu sehen, um den Sonntagnachmittag sich zu versüßen. Wenn man sich entscheidet, so Tiere trotzdem zu halten und auch, weil nach
Nachwuchs haben bei diesen Tieren, dann ist man in der Verantwortung als Zoodirektor oder als Zoopfleger, dann ist man in der Verantwortung, die Tiere auch wirklich tiergerecht zu halten, denen alle Bedingungen zu bieten, die sie brauchen, um ihren natürlichen Bedürfnissen, die sie haben, und die sind sehr, sehr anspruchsvoll, so gut wie möglich nachzukommen. Also die Raubtiere nur so weit fortpflanzen, wo man weiss, die Jungen bringt, kann man selber zu denen schauen oder die kann man weiter in Zoos weitergeben. Fortpflanzung ist ganz, ganz ein wichtiges Element natürlich im natürlichen Verhaltensrepertoire, und da sind wir jetzt in einem Dilemma. Heisst das jetzt, dass wir weiter schauen müssen, dass wir wieder Jungtiere produzieren? Oder, und das würde ich vorschlagen, müssen wir langsam wieder zurück buchstabieren, müssen wir schauen, wie kommen wir weg von dieser Masse, auch von Jungtieren, und wie bringen wir das irgendwie in vernünftige Bahnen, und das bedeutet ganz klar, und da gehen wir einen Schritt weiter auch als der STS, das bedeutet ganz klar, Tiere, die nicht können, unter Gefangenschaftsbedingungen gehalten werden, so, dass es ihren Bedürfnissen entspricht, auf diese Haltung muss man wirklich verzichten. Also so langsam aussterben. Im Zoo. Nicht im Zoo natürlich, selbstverständlich. Okay. Nicht Herr Studer, habt ihr uns zugelassen? Ja, ich habe das gehört, mit dem gehe ich nicht ganz einig. Weil es ist ein Wissen, zum Beispiel, gerade Raubtier, der Herr Skreinig hat das erwähnt, der Professor Klaus Zier, die haben Untersuchungen gemacht über das Leben von Raubtieren im Zirkus. Es ist ein Wissen, dass Raubtiere im Zirkus wesentlich älter werden als ihre Artgenossen im Zoos und in der Wildbahn. Und wenn ihr die Gruppen anschaut, die momentan beim Herrn Skreinig arbeiten, die Vertrautheit unter diesen Tieren, das sind 5 Geschwisterte, ich kann da nicht begreifen, dass man das ankreiden kann, weil seit Jahren hat man auch Tiere im Zirkus. Heute ist nicht mehr die Frage nach riesigen Gruppen, heute ist die Frage da, Vertrautheit zwischen Mensch und Tier. Und ich kann nicht begreifen, dass man hier anprangern kann, dass sie nehmen artgerecht oder so. Die Tiere sind gut gehalten, gesamthaft. Ich habe bei namhaften Tierlehrern gearbeitet. Okay, wir hatten es so zur Kenntnis, so wir haben das hier gehört. Jetzt haben wir ganz eine dringende Durchsage. Verkehrsinfo DRS von 20.31 Uhr. Eine Gefahrenmeldung. Vorsicht! In der Westschweiz befindet sich auf der A1 zwischen dem Flughafen Genf und der Verzweigung Le Vengeron ein Fußgänger auf der Autobahn. Vorsicht! In der Westschweiz befindet sich auf der A1 zwischen dem Flughafen Genf und der Verzweigung Le Vengeron ein Fußgänger auf der Autobahn. Zurück zum Doppelpunkt Form. Es geht darum, exotische Tiere als Attraktion. In der Runde sitzt der Giri Bolliger, er ist Jurist, Geschäftsleiter von der Stiftung Tier im Recht. Dann der Oliver Skreinig, er ist Direktor von Circus Royal. Der Toni Rösli ist da, der Zoodirektor von Tonis Zoo in Rotenburg bei Luzern. Und Sarah Werli, Zoologin Schweizer Tierschutz. Jetzt haben wir vorhin darüber geredet, über das Artgerechte. Was ist denn letztlich artgerecht? Eben, wenn man bei den Jungtieren ist, soll man sie einfach die Tierarten aussterben im Zoo, so wie es der Herr Bolliger vorschlägt, und halt auf diese Tiere verzichten. Oder braucht es halt auch die Tiere als Publikumsmagnet, wo man gerne das Kindchenschema, die herzigen kleinen Tiere, schauen kann. Jetzt haben sich vorhin gerade ganz viel gemeldet. Herr Rösli zuerst. Also ich habe vorhin dem Herrn Bolliger zugelassen, wie er gesagt hat, dass die Tiere die Weite brauchen. Das ist überhaupt nicht so. Ich habe, seit ich den Zoo habe, bin ich im Ausland und vor allem eben in Afrika das besuchen, was ich im Zoo habe. Und das sind Leoparden, das sind Geparden und das sind Zerwalen. Ich habe in Afrika 3 verschiedene Orte aufgesucht. Und ich bin nicht in denen Ferien machen. Ich bin mit dem Ranger, und wir sind das Zweite gewesen, mit der Gruppe, habe ich gesagt, was ich sehen will. Ich will die Tiere anschauen. Und ich muss Ihnen sagen, der Gepard, das schnellste Tier auf der Welt, es ist ein blödes Wort, aber ein Fuß. Das Tier ist ein Faule. Der ist 2-3 Tage immer unter dem gleichen Baum gelegen. Wir haben den am Morgen, das auf den Tagen, am Abend, wo es eingenachtet hat, auch durch den Tag aus angefahren. Wir haben das beobachtet. Der ist nicht gegangen. Nach 3-4 Tagen der Hunger gegangen, dann ist er irgendein Gazelle oder etwas gerissen, ist wieder zurück an seine Art. Das ist bei den Leoparden das Gleiche gewesen. Das sind Fuli. Auf Deutsch gesagt, sie sind auf einem Baum oben. Sie haben ihre Gazelle irgendwo in einer Gabel drinnen gehabt. Vielleicht mal mit einem Baby oder 2. Es ist ja so, dass dort unten, wenn sie 4-5 haben, vielleicht eins durchbringen. Aber auf dem Baum oben sind die 3-4 Tage immer wieder gehockt. Und eh, wenn sie Hunger gehabt, sind sie wieder gegangen. Bei uns sind so, haben sie das alles nicht. Sie haben aber den Stress nicht, sie haben keine Ärger. Sie können am Abend auf Fuß und am Morgen können sie aufgehen und sind froh, wenn wieder Leute kommen, wieder etwas Neues sehen. Und das sieht man im Tier an.
Also Sie sprechen, Herr Rösli, jetzt gerade die Leoparden an beispielsweise. Also mir ist beim Besuch von Ihrem Zoo jetzt gerade bei den Leoparden aufgefallen, dass die stereotypieren. Also dass sie das heisst, am Käfig auf- und ablaufen und immer die gleichen Bewegungen ausführen. Sie sprechen zum Beispiel auch an, dass die Leoparden gerne auf Bäume klettern und ihre Beute auf Bäume aufziehen, was sie in dem Käfig, wo sie im Leopard anbieten, nicht machen können. In Ihrem Zoo denke ich, sie hätten das Potenzial, wenn sie Tierarten würden reduzieren und dafür den Tierarten, die sie dann noch haben, grössere Gehege bieten und die besser strukturieren, dass sie so Tiere auch artgerecht könnten halten, was im Moment kaum der Fall ist. Frau Irli, Sie sind vor etwa einem Jahr bei uns im Zoo gesehen. Ich finde das ganz, ganz schlecht, dass ihr in die Zoos geht. Ihr müsst euch nicht anmelden, ja nicht. Aber vielleicht am Morgen sagen, hey, wir sind da, wir wollen mal den Zoo anschauen. Ihr könnt nachher einen Medienbericht machen. Ihr könnt das an die Öffentlichkeit bringen. Hey, die haben keine Rückzugmöglichkeiten. Die sind ausgestellt. Die haben keine Klettergelegenheiten. Aber die Rückzugmöglichkeiten, Frau Wehrli, die sind nicht beim Publikum vorne. Wenn ihr euch gemeldet hättet, Rösli, ich bin da, kommt, wo habt ihr Rückzugmöglichkeiten, hätte ich sie ihnen können zeigen. Ich hätte ihnen aber auch können zeigen, wo sie auf den Bäumen oben sind, die Leoparden, wo sie ihr Fressen, das Versteck haben. Aber ich könnte sie nicht sagen. Ihr könntet nur die Hälfte bringen. Sie kommen jetzt so, ihr habt irgendein Haar in der Suppe gefunden, geht heim, macht den Berücken draus, wo viel, viel nicht stimmt. Die Hälfte von dem, was sie hier alle schreiben, wenn ihr mit dem so oder mit jemandem so würde reden, könnte er nämlich gar nicht schreiben. Frau Wehrli. Also ich denke, das müssen wir jetzt auch bilateral besprechen, wie wir vorgehen bei unserem Zoobericht und was in diesem speziellen Fall von dem Gehege jetzt der Realität entspricht oder nicht, auch was das Verhalten von dem Leopard anbelangt. Ich denke, das lenkt ein Stück weit auch vom Inhalt von dieser Diskussion jetzt da ab. Die Frage ist ja wirklich bei so einem Leopard, was hat er für ein genetisches Erbe, wie verhält er sich in freier Wildbahn und man kann einfach nicht davon ausgehen, dass auf den 50 oder 80 Quadratmeter, wo gemäss Tierschutzverordnung so ein Leoparden-Aussengehege beinhalten muss. Bedürfnisse von einem Leopard erfüllt sind, erst recht natürlich nicht, wenn dann so ein Gehege noch wie bei Ihnen sehr, sehr offen, sehr wenig strukturiert ist und er mit Rückzugsmöglichkeiten, meine ich zum Beispiel auch eben Gebüsch hat, Möglichkeiten, Aussichtsplätze, wo er sich an zurückziehen kann, ohne dass er ständig im Publikum ausgesetzt ist. Gut, Herr Rösli, ihr sagt, wenn sich Frau Wehrli oder die Leute vom Tierschutz angemeldet hat, hättet ihr ihnen noch andere Gehege können zeigen mit diesen Rückzugsmöglichkeiten. Die schauen das an, so wie es das Publikum auch anschaut, schauen sicher kritischer die ganze Geschichte an. Und das sind dann die Beobachtungen, die in diesen Zoobericht einfließen. Da sind ganz sicher unterschiedliche Haltungen drin. Ihr habt euch gemeldet, Herr Skreinig. Bei euch ist es ja auch so, da kommen auch die Leute vom Tierschutz. Genau, ich möchte gerne was zu diesem Zoo und zu diesem Zirkusbericht generell sagen. Jetzt muss ich noch etwas sagen. Der Schweizerische Tierschutz der veröffentlicht in regelmässiger Folge Berichte über Zoos und Zirkus. Die Zirkus haben alle die Tiere haben. Die Zoos, alle, die es in der Schweiz gibt. Tierpark-Zoos. Genau, und man kann die sich alle auch runterladen auf tierschutz.com. Man kann diese Berichte auch von den letzten Jahren anschauen. Und wenn man die aufmerksam durchliest, wird jedem auffallen, dass irgendwas mit diesen Berichten gar nicht stimmen kann. Weil es sind zum Beispiel Tierhaltungen, die im Jahr zuvor als schlecht beurteilt worden sind. Im Jahr darauf, in dem man auf gewisse Forderungen des SDS eingegangen ist, werden die als Vorzeigehaltung auf einmal interpretiert. Die ein und dieselbe Tierhaltung. Diese ganzen Zooberichte, diese ganzen Größenangaben, ich kann es jetzt zum Beispiel von uns sagen, Frau Wehrli hat im letzten Bericht drin verfasst, dass die Tierschau nicht öffentlich zugänglich war. Sie haben von Weitem das einsehen können. Sie waren an zwei Städten da. Die zwei Städte sind erwähnt. An diesen zwei Städten wurden wir auch jedes Mal vom zuständigen Veterinäramt überprüft. Im Veterinäramtsbericht ist die tatsächliche Tierhaltung festgehalten. Bei der Frau Wehrli fehlen keine, also es wortwörtlich in Basel hätte es keine Außengehege gegeben für die Tiere, was überhaupt nicht der Wahrheit entsprochen hat. Es sind Gehegegrößen angegeben worden in Quadratmeter, die teilweise um 100% unterschritten waren von den tatsächlichen Gehegegrößen, die vor Ort waren und auch vom Veterinäramt kontrolliert worden sind. Also ich finde das ganz schlimm, man sollte sich nicht darauf stützen und ich finde das ganz, ganz schlimm, dass eine Organisation, der man eigentlich vertrauen sollte,
oder als Normalbürger vertrauen möchte, dass die dann mit solchen Methoden arbeiten. Gut, noch eine Erwiderung von der Frau Werli. Ihr müsst etwas auf das sagen und dann möchte ich vom Zoo-Zirkus-Bericht weg. Ja, also vielleicht zwei Sachen. Das eine ist, was die fehlenden Aussengehege betrifft in Basel. Da muss man vielleicht auch einfach unterscheiden, was man unter Aussengehege versteht. Sie haben die Tiere meines Wissens aussen zwar, aber in Ställe drin gehabt, ohne Auslauf. Das ist die Meinung. Und was setzt die angebliche Schätzungen anbelangt und auch ihre Vorwürfe, dass wir Tierhaltung im einen Jahr kritisieren und im anderen Jahr als vorbildlich bezeichnen. Da muss ich wirklich einfach sagen, ich weiss nicht, welche Tierhaltung sie damit meinen. Das ist schade, dass Sie Ihren eigenen Bericht nicht kennen. Ein Stück weit denke ich, dass Ihre Versuche, da jetzt auch einfach der STS anzugreifen, auch Nebelpetarden sind, weil es ist sicher nicht so, dass an Ihrer Tierhaltung auch unter anderem an Ihren Tiertransport, wenn man das erwähnen darf, es absolut nichts zu kritisieren gibt. Da liegt vieles gerade beim Zirkus Royal stark im Argen. Gut, gut, da gibt es auch einen Amtsarzt, etliches Gutachten. Dort hier Zirkus und Zoobericht Lömer, das ist wahrscheinlich ein abendfüllendes Thema. Ich möchte nämlich noch zu etwas anderem kommen. Und zwar etwas, was ihr angesprochen habt mit, es gibt keine artgerechte Tierhaltung. Habt sowohl ihr, Herr Rösli, gesagt und ihr, Herr Skreinig. Wieso sagt ihr das, Herr Rösli? Wieso sagt ihr, es gibt keine artgerechte? Ich sage das aus dem Grund, weil artgerecht, was ist artgerecht? Ja gut, dann müssten wir alle rauslassen. Dann müssen wir sie frei rauslassen. Aber haben sie die Tiere dort schöner im Zoo? Sicher nein. Ich habe Ihnen vorhin die Beispiele gesehen, was ich mit in Afrika mitgemacht habe, was ich dort gesehen habe. Da, die sind immer unter Stress, die Tiere. Da ist zum Beispiel eine Gazelle, die tut das Gras fressen, die hat die Schnörren fallen. Sie muss hinten schauen, sie muss führen, sie muss links und rechts schauen, wie die angegriffen. Und ist etwas da, dann wird die auf traurige Art wird ich gekillt. Also, die haben nie einen Moment ruhig. Und das ist in den Zoo doch ganz anders. Da kommen wir zu fressen über. Sie haben keinen Stress, sie können so leben, wie sie eigentlich sollten leben. Ja, etwas da. Also, da kommen einem fast Tränen, Herr Rösli, wenn ja, man Ihnen zuhört. Das ist so romantisch, wie Sie das darstellen. Es ist aber total realitätsfremd. Das ist, stimmt zwar, dass Tiere in der Wildnis Gefahren ausgesetzt sind, dass sie erbeutet werden von grösseren Tieren, dass sie an Krankheiten sterben, beispielsweise auch. So Sachen passieren im Zoo weniger. Die Lebenserhaltung im Zoo ist tatsächlich höher bei einigen Tieren. Bei den Delfinen stimmt das aber nicht. Aber bei anderen schon, bei Raubkatzen beispielsweise. Aber man muss sich auch fragen, ist ein längeres Leben auch wirklich gleichbedeutend mit einem erfüllten und mit einem sinnvollen Leben? Ist das ein erfülltes Leben, wenn man sogar noch länger, das Leben lang eingesperrt ist, Blick von den Zuschauern den ganzen Tag ausgesetzt ist, eventuell auch noch geneckt wird, gereizt wird, provoziert wird, gestresst wird. Sie sagen, ihre Tiere sind überhaupt nicht gestresst, die sind total entspannt. Ich kann mir das schlecht vorstellen. Ich bin nie bei Ihnen gewesen und ich tue Ihnen auch grosses Tierherz attestieren. Es geht nicht darum, dass ich Ihnen Tierliebe und absprechen. Aber ich habe wie das Gefühl, es fehlt so ein bisschen Sensibilität wirklich für die Bedürfnisse von diesen Tier. Wir reden immer nur von den Zuschauern, die da so Spass haben und bereichert sind, Unterhaltung und Zerstreuung finden in der Zoo und auch im Zirkus. Aber wir müssen wieder zurückgehen und schauen, was will das Tier tatsächlich? Und das ist und bleibt ein Wildtier. Und das hat seine natürlichen Bedürfnisse. Das braucht Platz. Auch der Gepard. Und wenn er in der Wildnis ab und zu auf einem Baum oben sitzt, dann ist es trotzdem so, dass er dann eben auf die 120 Stundenkilometer beschleunigt, wo er der schnellste ist gefallen. Ich glaube nicht, dass er das bei Ihnen in Ihrem Zoo tatsächlich auch kann. Da fehlt ihm die Möglichkeit, fehlt ihm der Platz. Ich möchte gerne ein Stichwort aufnehmen. Ein erfülltes Tierleben, habt ihr gesagt. Also, ihr sagt, da steht so ein bisschen das erfüllte Tierleben gegenüber einem langen Leben von einem Tier in einem Zirkus oder in einem Zoo. Ein erfülltes Tierleben. Also quasi, der Herr Bolliger sagt, Herr Rösli, bei euch habt ihr kein erfülltes Tierleben. Herr Bolliger, das ist ein bisschen ein Blödreden, was Sie jetzt hier gesagt haben. Ich glaube, wenn Sie gesund sind und wenn Sie mit dem Arzt gesund bleiben können, dann werden Sie auch 80, 90 oder 100 werden. Aber nicht in einem Käfig. Wie? Nicht in einem Käfig.
Sie sind ja nicht in einem Käfig. Nein, ich nicht, sie aber irritieren mich schon. Sie sind überhaupt nicht in einem Käfig. Sie fühlen sich wohl, sie haben vorhin gut gesehen, sie sind noch nie in Zoo gewesen. Wenn sie, aber nicht so, wie sie Tierschutz macht, einfach gehen und wieder fort. Euch melden, dann tue ich euch einst hinter die Kulisse führen. Dann tue ich ihnen das einmal zeigen und dann gehen sie raus und sagen, mal, ich muss sagen, in Tonis Zoo, die Tiere, die haben es gut, die haben Freude, die werden wahrscheinlich niemand anders sein. Also, dir sagt, Herr Rösli, bei euch haben sie ein erfülltes Leben. Ivan Dünser, wir haben diverse Hörer, Hörerinnen, die sich gemeldet haben, über das Internet, die im Diskussionsforum sind. Vielleicht könnt ihr uns da schnell etwas berichten. Jawohl. Und zwar sind es eigentlich vor allem positive Worte, die kommen aus dem Publikum. Es hat zum Beispiel der Bruno Mechler geschrieben, er versteht die Aufregung um die Delfin überhaupt nicht, weil das sind drei Delfin, hat er dann noch gross geschrieben. Tausende von Hamster führen ein klägliches Leben und verändern die. Die werden die geschenkten Kinder und irgendwann denken die Kinder nicht mehr dran und irgendwann sind sie tot. Und aber tausende Mäuse werden die in Fabriken als Futter für Heimschlangen gezüchtet. Und dieser Meinung ist auch Regula Fair. Sie meint, wenn es um die artgerechte Haltung geht, sie ist aus Luzern, sie hat geschrieben, wenn sich die Raubtiere nicht wohlfühlen, jetzt im Zoo oder im Zirkus, dann könnte man die eh nicht haben, dann könnte man gerne ins Gehege, die hätten ihre Domteure schon lange getötet, gefressen. Und dann haben wir noch eine Hörerin am Telefon. Es ist das Frau Altherr. Guten Abend, Frau Altherr. Guten Abend miteinander. Ich habe mir schon manchmal über das ganze Gedanken gemacht. Und ich denke, die heutige Zeit ist ja eigentlich mit Film, mit TV, mit Objektiv, wo man also einen Kilometer auf zwei Meter kann herholen kann, hat es früher nicht gegeben, wo man die Zoo und wo man die Zirkus neu ins Leben gerufen hat. Jetzt ist doch das gut, dass die Wissenschaft von der untersucht Verhalten vom Tier in der freien Wildbahn, wenn man die mit einschließt jetzt im Jahr 2000 und nachher und einfach im Zoo die Tiere hat, wo entsprechend ihr Leben verrissen können gehalten werden und die anderen, die jetzt halt an die Gefangenschaft gewöhnt sind, das ist sicher so, dass die sich, die kennen ja nichts anderes und sind sich auch nicht gewöhnt, in der Wildnis zu sein, dass jetzt die halt dort leben, aber dass man doch das mit berücksichtigt, was die Wissenschaft herausfindet, die machen doch auch ihre Arbeit richtig. Ich finde es wichtig, dass man daran denkt, heutzutage können Kinder Natur auch im Fernsehen gesehen. Ich nehme das sehr gerne aus. Und wenn es interessiert, können sie immer noch, was man früher auch nicht so gut hätte können, als Normalbürger nach Afrika. Ich nehme das sehr gerne so auf. Merci vielmals, Frau Altherr, was ihr gesagt habt. Dann, wo Zirkus und Zoos entstanden sind, dort hat man noch nicht können filmen. Darum hat man dort aber wirklich im Publikum die wilden Tiere so entgegengebracht. Heute können wir quasi, wenn es um Bildung geht oder Schulung geht, Information geht, können wir das eigentlich auch den Tierfilmer überlassen, Herr Skreinig. Es stimmt schon. Es ist so ein Überbleibsel aus der Vergangenheit. Und das bestreiten wir auch gar nicht. Und ich rede es auch nicht schön und sage, es gibt keinen schöneren Platz auf dieser Welt als den Zirkus. Aber es ist so, diese Tiere sind existent. Es gibt Tierarten, die auslaufen im Zirkus. Wir haben seit, ich kenne die Zahlen nicht ganz genau, aber seit 20 Jahren keinen Elefanten-Import mehr für in Zirkusunternehmen gehabt. Es geht auch gar nicht mehr, Wildtiere zu importieren. Aber es stört mich noch immer, dass wir nur über Wildtiere reden. Weil, und auch man kann uns, also ich denke mir auch der Herr Rösli, die Zoobetreiber und die Zirkusbetreiber, es sind nicht alles diese bösen Menschen, die auf Kosten der Tiere sich ein Vermögen anhäufen. Und es ist auch nicht so, dass wir Tiere ausnutzen. Und wir können sehr wohl beurteilen, wann sich Tiere gut fühlen im Zirkus. Weil zum Beispiel, wir hatten vor 3 Jahren oder 2008 war das, hatten wir eine Hundenummer im Programm. Und ich sage jetzt, jeder Hundenummer, jeder hat fast einen Hund zu Hause oder jeder Zweite hat, die Schweiz hat ein Haustier, habe ich heute gelesen, und sehr viele darunter sind Hunde. Ich habe eine Hundenummer engagiert. Ich dachte mir auch, Hunde, Haustiere, kein Problem. Ich habe im Laufe der Tournee sehr stark gemerkt, dass es den Tieren sehr wohl nicht gut geht in der Schweiz und habe selbst Anzeige erstattet. Also es waren nicht meine Tiere, die Tiere waren engagiert. Ich habe eine Tiernummer angezeigt, die bei mir unter Vertrag war, bin damit das Risiko eingegangen, dass mein Name von meinem Unternehmen wieder durch die Medien gezogen wird, was Gott sei Dank nicht war.
das Veterinäramt, das das Ganze überprüft hat damals, obwohl der SDS in seinem Zoobericht sehr gut über die Haltung der Tiere geschrieben hat und über die Nummer übrigens auch nachzulesen im Zoobericht, hat mir dann doch recht gegeben. Die Nummer hat Auftrittsverbot bekommen, sofortiges in der Schweiz. Und ich stand dann dort, sage ich, ja und mit den Tieren? Worauf der Amtsarzt zu mir sagte, ja, die müssen jetzt nach Hause, nach Dänemark. Dann, ich habe die Botschaft eingeschalten. Im Endeffekt ist es wegen mir, sind diese Tiere dann wirklich zu Hause beschlagnahmt worden. Und dieser Mensch ist auch verurteilt worden. Weil ich finde, eben genauso schwarzen Schafen, auch in eigener Branche, muss man das Handwerk legen. Und ich finde das immer so schlimm, dass Leute, die entweder gar nicht, so wie der Herr Boldinger, im Zoo oder im Zirkus waren, oder wie die Frau Werli, die mal eine Stunde durchlaufen oder halt mal über den Zaun machen, ein Urteil bilden und das Urteil dieser breiten Masse und der Bevölkerung aufdrängen wollen. Wenn ihr uns daheim zuhört, dann könnt ihr euch an der Diskussion beteiligen auf drs1.ch. Dort ist Diskussion im Internet am Laufen, drs1.ch. Eure Meinung ist dort gefragt. Frau Werli. Ich kann eigentlich nur sagen, es ist schon begrüßenswert, wenn sich der Herr Skereiniger in Tierschutzbelangen auch betätigt. Und ich würde sagen, das ist positiv hervorzuheben. Also keine Diskussion, aber das ist wieder so ein Versuch davon abzulenken, dass bei ihm ganz sicher im Zirkus etliches im Argen ist und auch einfach die Diskussion nach absolut veraltete Raubtiernummer, die er ja selber zugibt, dass das eigentlich ein Anachronismus aus vergangenen Zeiten ist, nicht gelöst ist und sich immer einfach noch die Frage stellt, wieso tut man die Tiere heute noch dem Stress von diesen beengten Transportwegen, von diesen wirklich winzigen Gehege aussetzen. Wenn man sieht, wie so Grosskatzen in einem Zoo leben, dann ist das kein Vergleich mit einem Zirkus. Der Herr Skereiniger beruft sich immer auf Tierschutzverordnung auf die rechtliche Situation. Und er ist da einfach unter den Tierschutz- oder Gesetzesminimalisten einzuordnen. Wir vom Schweizer Tierschutz kritisieren schon lange das Gesetz, die Schweizer Tierschutzverordnung, die absolut im Minimalmass für Tierhaltung, Wildtierhaltung vorgibt, wo eigentlich nur die Grenzen zur Tierquälerei darstellend oder abgrenzend und die mit artgerechter Tierhaltung noch lange nichts zu tun haben. Und wenn sich jetzt so Zoos oder Zirkus wie der Royal auf die Einhaltung vom Gesetz berufen, dann ist das eigentlich ein absoluter Minimalismus, der mit artgerechter Haltung auch nichts zu tun hat. Jetzt muss der Herr Skereiniger auf das etwas sagen. Das wundert mich jetzt sehr, weil zum Beispiel der SDS in seinen letzten Zirkusbericht, ich muss es leider wieder erwähnen, bei einem anderen Zirkusunternehmen eine Affenhaltung, bei der reine Zootierhaltung bei den Zirkus, bei der die weit unter dem Tierschutzgesetz ist, unter den Größenangaben, diese als sehr positive Haltung beurteilt. Und eben, das ist wieder das, Frau Werli sagt, wir sind unter Minimum und so. Sie weiß es ja gar nicht. Sie war ja gar nicht mal bei uns am Gelände. Herr Skereiniger, sage da etwas dazu. Warum Tiger? Es ist so, dass diese Tiere existent sind. Dieser Wurf, den die Frau Zander im Jahr 2006 aus einem Zoo übernommen hat, der kam aus einem Tierpark. Der Tierpark hatte keinen Platz. Frau Zander hat die Tiere erworben und hat begonnen, mit diesen Tieren zu arbeiten. Ich habe Frau Zander im Zuge meiner Programmauswahl bei verschiedenen Zirkusunternehmen arbeiten gesehen und ich war fasziniert von dieser Frau. Nicht von dieser Frau, sondern von dieser Person, die dort drin steht und mit ihren Tieren auf einer Ebene arbeitet. Es ist eine Arbeit und es bleibt eine Arbeit. Und sie ist auch in der Manege ganz klar das Alpha-Tier. Das möchte ich da auch nicht verschönigen. Also es ist keine Frau, die mit Katzen schmust, sondern die mit diesen Tieren arbeitet. Und zwar so arbeitet, dass es vertretbar ist und dass ich gefunden habe, solche, die Nummer, die müssen wir in der Schweiz zeigen, damit die Leute wirklich sehen, Raubtiernummern heute haben nichts mehr mit Raubtiernummern wie vor 15 oder 20 Jahren zu tun. Gott sei Dank. Frau Werli, dir sagen, Raubtiernummern sind definitiv passé. Ich denke, das ist vor allem eben aufgrund von der problematischen Haltung passé auch und vom Anspruch vom Publikum oder vom Grossteil von der Bevölkerung, dass die meisten Leute ein ungutes Gefühl beschleicht, wenn sie solche Raubtiere in Gefangenschaft sehen. Es gibt sicher und es wird wahrscheinlich immer eine Gruppe von Personen geben in jedem Land, die sich weiterhin wird erfreuen an so Nummern. Aber im Grossen und Ganzen sieht man den Trend bei sämtlichen Zirkus eigentlich hier in der Schweiz, dass solche problematische Nummern zurückgehen. Herr Rösli. Also, es ist ja ganz klar, ich liebe Tiere, Tiere lieben mich.
wir haben einander gern. Das ist, wenn er Augenwasser bekommt, der Bolliger, ist mir das gleich. Aber ich will auch gleich noch eines sagen. Wir haben ja Tiere gern. Wir merken doch, wenn das Tier nicht will. Also würden wir sicher nicht etwas machen, was das Tier nicht gern macht oder nicht will oder eben nicht will da sein. Und zu Ihnen, ich komme halt noch einmal auf das. Tönt doch besser gut. Wir haben es vom Zirkus in den Zoos. Sie gehen einfach denen, sie sehen etwas und gehen, hey, warum tönt ihr das, Frau Wirli, nicht melden? Wir sind jetzt da. Oder vielleicht am Abend vorher dann das Telefon geben, wir kommen mit dem Morgen. Ja, nein, wir können nicht über Nacht etwas ändern. Wir müssen auch nichts ändern. Stimmt alles. Warum machen Sie das nicht, Frau Wirli? Ich denke, das kann man grundsätzlich diskutieren, ob wir angemeldet oder unangemeldet kommen, aber ich denke, das ist nicht der Ort da, Radio DRS, um das zu diskutieren. Das können wir gerne bilateral diskutieren. So viel kann ich Ihnen sagen, dass wir beim diesjährigen sowohl Zoo wie Zirkusbericht werden allen Porträtierten, sowohl der Zirkus wie der Zoo, die Möglichkeit geben, Stellung zu nehmen, bevor der Veröffentlichung. Ganz ein anderes Thema ist natürlich, selbst wenn wir einen Besuch machen, eine Ankündigung, den Besuch, das ändert ja nichts an der Tierhaltung, dass wir dann grundsätzlich vielleicht anderer Meinung sind und uns auch unsere eigene Meinung behalten. Gut, natürlich. Die Perspektive ist, dass sich Zoos und Zirkus dort ihre Haltung auch reinbringen können in den Bericht. Jetzt nimmt es mir noch ein Wunder, Ivan Dönser, was läuft im Internet auf rs1.ch? Im Internet sind eigentlich immer noch die in der Mehrheit, die einverstanden sind, dass man Tiere haltet in der Zoo und im Zirkus. Der Malik Fridolin schreibt, die Tiere, die in der Schweiz gehalten werden, denen ging es nämlich bestens. Wenn man schaut, wie Tiere im Ausland in der Zoos gehalten werden, die sind meistens unterernährt und krank. Man soll nicht so ein Theater aufführen. Die Claudia Kelly aus Arbon, sie hat noch Delfinarien nochmal angesprochen, und zwar widerspricht sie der Delfinarien-Gegner. Und zwar durch die Tatsache, in den USA werden die Delfine schon in den Delfinarien nachgezüchtet. In der dritten Generation schon. So sagen sie nicht mehr auf Wildfang angewiesen. Das ist ein Thema, wo sie dann auch finden, Wildfang jawohl verboten werden. Aber Delfinzucht, das ist etwas, was sie unterstützen würde. Und dann habe ich noch ein negatives Votum von der Madeleine Weg. Sie findet nämlich, Wildtier bleiben die immer Wildtier. Und zwar auch nach Generationen, auch bei Nachzüchtigen. Und ein Vogel sagt gleich immer ein Wildtier, Schildkröten auch. Wildtier, bleibende Wildtier, egal wie das man sie halte. Und man darf ja eigentlich Wildtier nicht halten. Sie hat zum Beispiel Krähe genannt. Einen Rab darf man auch nicht halten. Merci vielmals. Schlussrunde. In 20 Jahren gibt es denn noch Tiger, Löwen, Geparden, Leoparden im Zirkus und so? Was sagt ihr, Herr Bolliger, in 20 Jahren? Ich weiß nicht, ob es es dann noch gibt. Was sagt ihr? Ich hoffe, schaut in die Zukunft. Ich hoffe, dass, wenn es es gibt in Gefangenschaft, dass man ihnen einfach wirklich die Bedingungen kann bieten kann, die sie brauchen. Ich sage das gerne mal. Sie brauchen enorm viel Platz, grosszügige, natürlich strukturierte Gehege mit Rückzugsmöglichkeiten, wo sie ihr ganze Verhaltens- und Sozialrepertoire wirklich können ausleben. Da bin ich sehr, sehr skeptisch, ob das wirklich machbar ist, wo es nicht mehr sollte geben, wirklich ist im Zirkus, wo sie wieder natürliche Nummern aufführen müssen, die einzig und allein den Zweck haben, um das Publikum zu unterhalten. Herr Skreinig, 20 Jahre Zirkus Royal. Sieht man dort noch die Wildtier-Tiger? Also ich werde ganz, ganz sicher weiter dafür leben, dass es dabei bleibt. Und ich finde einfach, und das ist wirklich meine ganz persönliche Einstellung, man wird weiter daran arbeiten müssen an der Haltung. Das wird auch keiner bestreiten. Aber ich finde einfach ein Verbot, egal von welchen Tierarten, sollte es nicht geben, weil es sollte jeder so viel Selbstbestimmung haben, zu entscheiden, möchte ich in den Zirkus gehen, dort Tiere sehen, möchte ich in den Zoo gehen mit meinen Kindern. Und ich finde, das soll es auch bleiben. Kurz, Herr Rösli. Also ich hoffe es natürlich, dass auch in 20 Jahren die Zoos noch sind, dass man das kann bieten, was man heute können bieten, jung und alt, aber auch das Tier eine Freude hat, wenn es da bei uns also sich kann zeigen, sich kann präsentieren. Frau Wehrli vom Tierschutz. Im Zirkus hoffe ich, dass man in 20 Jahren Artistenzirkus sieht und kein Tier, besonders kein Wildtier mehr. Und im Zoo, denke ich, sollte es einfach noch die Tierarten haben, wo es einen tieferen Grund gibt, die zu halten. Also beispielsweise wirklich Arterhaltung mit Wiederansiedlungsprogramm und nicht Wildtier als Besuchermagnet per se.
Ich danke euch ganz herzlich, seid ihr daher in die Runde gekommen. Merci vielmals. Exotische Tiere als Attraktion? Fragezeichen. Das war das Doppelpunkt-Forum hier auf DRS 1. Zu Gast bei der Christine Hubacher sind Sarah Wehrli, Zoologin vom Schweizer Tierschutz SDS, der Toni Rösli, Zoodirektor vom Tonis Zoo zu Rotenburg im Kanton Luzern, der Oliver Skreinig, Direktor vom Circus Royal und der Gieri Bolliger, Jurist und Geschäftsleiter Tier im Recht. Wie es Christine Hubacher gesagt hat, sie könnt noch weiter diskutieren im Internet oder einfach nachlesen, was andere Hörerinnen Hörer geschrieben haben zur Thematik auf drs1.ch und dann können Sie auch die Sendung nochmal hören oder als Podcast abladen. Oder Sie bestellen sie auf CD beim Radiokiosk unter radiokiosk.ch oder zu den Bürozeiten unter der Telefonnummer 0848 840 800. radiokiosk.ch oder 0848 840 800. Doppelpunkt. Forum. DRS 1 nach den 9 Nachrichten mit der Porträtsendung «Menschen und Horizonte» mit Kurt Weiss, ehemaliger Diplomat. Jetzt ist es 9 Uhr, das sind Nachrichten. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.